Hallo und herzlich willkommen oder willkommen zurück auf unserem Kanal Two Cooks One Kitchen. Wir sind Melanie und Sabrina und heute zeigen wir euch ein vietnamesisches Gericht, nämlich Sommerrollen. Sommerrollen sind so einfach zu machen und perfekt auch für den Sommer geeignet, weil sie gingen einfach so schnell. Bei uns gibt es heute aber nicht nur Sommerrollen, nämlich auch einen super leckeren Erdnuss-Dip. Ja. Okay. Na gut, ich habe einen Hunger, wir müssen jetzt loslegen. Dann legen wir los, oder? Let's go. Nichts zum Brosten. Machen wir nichts. Wurscht. Macht nichts. Gehen wir's an. Ja. Für unsere Sommerrollen marinieren wir als erstes den Tofu in einer herrlich leckeren Marinade. Dafür braucht ihr 250 Gramm geräucherten Tofu, den halbiert ihr der Länge nach und dann schneidet ihr ihn in dünne Scheiben. Für die Marinade braucht ihr 3 Esslöffel Sojasauce, eine Knoblauchzehe, die könnt ihr entweder fein reiben oder mit einer Knoblauchpresse pressen, einen Teelöffel Sesam, einen halben Teelöffel frischen Chili, einen Teelöffel Honig, 1-2 Tropfen Sesamöl. Und das verrührt ihr jetzt gut mit einem Schneebesen. Nun legt ihr den geschnittenen Tofu in die Marinade, dann dreht ihr ihn einmal um, macht einen kleinen Stapel in Döller, damit auch die anderen Tofuscheiben Platz haben und das wiederholt ihr dann mit den übrigen Tofuscheiben. Den marinierten Tofu stellt ihr jetzt beiseite, bis wir mit den anderen Zutaten fertig sind. Als nächstes marinieren wir die Garnelen. Wir haben hier 6 frische Garnelen, die glücklicherweise schon entdarmt wurden. Das einzige, was wir jetzt noch machen müssen, ist die Schale zu entfernen und das geht am besten mit den Händen. Nun gebt ihr 1 Esslöffel Olivenöl, einen halben Teelöffel frischen Chili mit einem guten Pfiff. Pfiff ist gleich scharf auf Burgenländisch. Dann gebt ihr noch eine Knoblauchzehe in die Schüssel rein, rührt es kurz um mit einem Löffel und dann gebt ihr die frischen Garnelen in die Marinade und massiert diese gut in die Garnelen rein. Aber was wichtig ist, nicht vergessen, und zwar Salz. Gebt noch eine gute Prise Salz über die Garnelen und massiert die Marinade in die Garnelen weiter ein. Als nächstes schneiden wir das Gemüse und wir starten mit den Gurken. Wir haben hier Mini-Gurken, ihr könnt aber auch normale Salatgurken verwenden, aber die Mini-Gurken passen von der Größe her perfekt zu den Sommerrollen. Bei den Gurken schneidet ihr beide Enden weg, schneidet sie in 5 mm dicke Scheiben und dann in 5 mm dicke Stifte. Und die geschnittenen Gurken legt ihr dann auf ein Brett. Nun schält ihr die Karotten, schneidet beide Enden weg und dann schneidet ihr sie auch in 5 mm dicke Scheiben und dann in Stifte. Die Karottenstifte gebt ihr nun zu den Gurken aufs Brett. Als nächstes schneidet ihr die Hälfte eines Eisbergsalats in feine Scheiben und legt diese Scheiben zu den Karotten und zu den Gurken aufs Brett. Als nächstes halbiert ihr ein Avocado, entfernt den Kern mit Hilfe eines Messers, streift den Kern am Brett ab. Wow! Dann löffelt ihr sie aus und schneidet sie in feine Scheiben. Die geschnittene Avocado legt ihr nun auch aufs Brett und beträufelt sie mit Zitronensaft, damit sie nicht braun wird. Zu guter Letzt legt ihr noch frisches Basilikum und frischen Koriander dazu. Für den gewissen Crunch in der Sommerrolle nehmt euch noch 50 Gramm Wasabi-Nüsse her und diese teilt ihr jetzt grob hacken mit einem Messer und gebt sie in eine Schüssel. Für die Sommerrollen braucht ihr jetzt so ein Reispapier. Das gibt es in jedem guten Supermarkt oder auch in einem Asia-Shop. Das Reispapier legt ihr jetzt nur ganz kurz in kaltes Wasser rein und dann legt ihr es aufs Brett. Bei der ersten Sommerrolle starten wir mit frischem Koriander. Dann gebt ihr 2 Scheiben unseres marinierten Tofus rein, 2 Gurkenstifte, 2 Karottenstifte, 2 Avocadoscheiben, vorgekochte Glasnudeln, frischen Salat, frisches Basilikum und zum Schluss die gehackten Wasabi-Nüsse. Das Rollen funktioniert eigentlich wie bei einem Burrito. Schlagt als erstes die Seiten links und rechts ein und dann rollt ihr die Sommerrolle von unten nach oben auf. Und fertig ist unsere erste Sommerrolle mit mariniertem Tofu. Die zweite Sommerrolle machen wir mit den Garnelen. Dazu gebt ihr die marinierten Garnelen in eine heiße Pfanne und bratet diese dann 2-3 Minuten knusprig an, damit sie in der Mitte schön glasig noch sind, aber außen eben schön knusprig angebraten. Von den gebratenen Garnelen gebt ihr 3 Stück aufs Reispapier, dann 3 Gurkenstifte, 3 Karottenstifte, frischen Salat, vorgekochte Glasnudeln, frisches Basilikum und zum Schluss frischen Koriander. Fürs Einrollen wieder zuerst die Seiten links und rechts einschlagen und dann die Rolle von unten nach oben hin aufrollen. Und fertig ist unsere zweite Sommerrolle mit gebratenen Garnelen. Und weil es so schön ist, machen wir noch eine dritte Sommerrolle nur mit Gemüse. Dazu legt ihr 3 Gurkenstifte und 3 Karottenstifte abwechselnd nebeneinander aufs Reispapier. Dann gebt ihr 3 Avocadoscheiben darauf, die vorgekochten Glasnudeln, frisches Basilikum, frischen Koriander und zum Schluss die gehackten Wasabi-Nüsse. Nun schlagt ihr die Seiten links und rechts wieder ein und rollt die Rolle von unten nach oben hin auf und fertig ist unsere dritte Sommerrolle nur mit Gemüse. Und nun machen wir den köstlichen Erdnuss-Dip.
Für die Erdnusssoße gebt ihr 90 Gramm Erdnussbutter, 2 Esslöffel Sojasauce, den Saft von einer Limette, 2 Esslöffel Honig, ein daumengroßes Stück geriebener Ingwer, eine Knoblauchzehe und 40 ml Wasser in einen Mixbecher und püriert das Ganze mit einem Pürierstab zu einer cremigen, leckeren, homogenen Erdnusssoße. Und nun geht's ans Anrichten. Zuerst gebt ein bisschen Öl auf den Teller, dann bleiben die Sommerrollen nicht kleben. Jetzt legt ihr die wunderschönen Sommerrollen, schauen sie nicht wirklich schön aus, auf einen Teller, eine nach der anderen, dann gibt's den Erdnussdip noch in die Mitte und fertig sind unsere Sommerrollen mit leckerer Erdnusssoße. Na, was sagt ihr zu diesen Sommerrollen? Schauen sie nicht fantastisch aus? Ja, ich muss jetzt gleich starten. Also ich werde mit der Garnelen-Sommerrolle beginnen. Und wir dunken da jetzt richtig schön in diesen super leckeren Erdnussdip. Oh ja, so muss das ausschauen. Ich weiß, ich bin hier ganz voll von dem Erdnussdip, aber meine Güte, ist der gut! Boah, also allein die Sommerrolle mal mit den super leckeren Kanälen. Sehr erfrischend, auch mit dem knackigen Gemüse drinnen. Es harmoniert bombenmäßig. Und dann mit diesem Erdnussdip, der leicht süß ist durch den Honig. Boah, ein Traum, ein Traum. Ich muss gleich mit der nächsten weitermachen. Bin schon ganz. Es ist wirklich Hammer. Ich kann es euch gar nicht beschreiben. Also wir machen jetzt weiter mit diesem Tofu, mit der Tofu-Sommerrolle. Wir dippen natürlich wieder richtig schön in diesen Erdnussdip rein. Oh ja, oh ja. Mmh. Mmh. Dieser Tofu. Mit dieser Marinade. Ein Traum in diesen Sommerrollen. Ich muss sagen, ich habe das so noch nie probiert, aber das ist eine super tolle Kombi. Knackiges Gemüse, diese tolle Avocado drin, die was das richtig schön cremig macht, und dieser marinierte Tofu. Oh, herrlich! Okay, süße Kombi, bitte zu mir her. Du musst das versuchen. Es ist richtig, richtig gut. Eine super tolle Kombi. Na gut, also den macht man da an Guster, das gibt's nicht. Also ich probiere jetzt einfach. Und ich probiere, ich mach's so wie du. Mhm. Ich fange mit der Garnele an, aber ich nehme jetzt eine frische, weil. Nimm gleich, genau. Weil der andere voll mal aussieht. Jetzt ich nachher fertig. Schön tunken. Mhm. Probieren wir mal. Bist du narrisch? Mm. Voll lecker! Die Garnelen, perfekt gebraten. Sie sind in der Mitte noch leicht glasig. Mm. Genau so sollen sie sein. Und die Marinade, der Chili, der Knoblauch, die geben der Garnele den gewissen Kick. Und perfekt, also in der frischen, mit dem frischen Gemüse in der Sommerrolle, ein Traum. Erste Sommerrolle, Garnelen, bestanden. Check! Jetzt probieren wir den marinierten Tofu. Wieder gescheit dunken. Oh ja, das gehört dazu. Unbedingt. Oh ja. Oh, eine geile Kombination in der Sommerrolle. Boah, ich könnte mich nicht entscheiden, welche besser Na, ist. Na, ich auch nicht. Ich könnte es wirklich nicht sagen. Boah, sie sind beide auf die ihre Art einfach wirklich lecker, wirklich geschmackig. Oh ja. Na und der Tofu. Mhm. Also wir haben ja einen geräucherten Tofu genommen und dann in der köstlichen Marinade. Boah, süße. Das kann's, oder? Zweite Frühlingsrolle. Frühlingsrolle. Zweite Sommerrolle bestanden. Check. Auf das ein Check, süße. Auf das ein Check, mein Baby. Na gut, wir werden die Sommerrollen jetzt aufessen. Genau.
Und wenn euch das Video gefallen hat, gebt uns einen Daumen hoch, schreibt in die Kommentare, drückt auf die Glocke, damit ihr kein Video mehr verpasst. Und ganz wichtig, abonniert unseren Kanal. Genau. Bis zum nächsten Mal. Ciao, Baba. Tschüss. Okay, weiter. Habe ich einen angefangen, oder? And go. Okay. Jetzt. Schnitt nochmal. Gibt es heute aber nicht nur Sommerrollen. Sommerrollen sind einfach so einfach. Sind so einfach. Wir werden zu Sommerrollen. Und go. Warte. Und.